Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier soll es heute mal wieder um Manifestation gehen, und zwar um Frustrationen mit der Manifestation. Okay, aber bevor ich in die Tiefe einsteige, möchte ich mal eine Meldung machen. Und zwar habe ich einen ganz tollen Kommentar bekommen von der Denise 5879. Und zwar hat sie zu dieser Hypnose einen Kommentar gemacht, wie man sieht, eine Kurzhypnose. Und zwar sagt sie Folgendes: Uwe, es ist unfassbar. Es hat einfach geklappt. Ich bin schwerhörig. Etwas, was eigentlich nicht besser wird. Und neulich sagt mein Arzt: Herzlichen Glückwunsch. Sie sind über die Schwelle hinaus, an der wir Hörgeräte empfehlen. Das habe ich mir nie träumen lassen. Okay, und ich bin natürlich begeistert. Und das ist ja auch eine Art von Manifestation. Und ich persönlich habe jetzt auch angefangen, diese Hypnose zu hören, weil ich meine Brille loswerden will. Ich jogge schon jahrelang jetzt ohne Brille, aber das Resultat ist noch nicht so gut, wie ich mir das einfach gewünscht hätte. Okay, kommen wir zur Manifestation und der Frustration. Warum wird man frustriert? Es ist ziemlich einfach. Die Manifestation arbeitet so mit Verzögerung. Ja, also die materielle Welt braucht immer Zeit, bis sie sich auf das eingestellt hat, was man manifestieren möchte. Der Umwandlungsprozess ist langsam. Und auch abhängig von der Fähigkeit des Einzelnen, also deine Glaubensgrenze, den Blockaden im Unterbewusstsein und so weiter. Da sind so viele Faktoren. So, also, weil das eben sich so zäh wie Harz verhält und so langwierig ist, deswegen sollte man erstens Geduld mitbringen. Und sich das so als Anfänger so einfach wie möglich machen. Erstens, man wählt sich optimalerweise nur ein Ziel aus. Ja, also aus den Dingen, die man sich wünscht, nimmt man sich einfach mal das Wichtigste raus. Das für einen selbst am allerwichtigsten ist. Man kann auch, ich sag das jetzt so, es ist auch nichts dagegen, wenn du fünf auf einmal nimmst, aber dann geht es eben nicht so schnell, weil du dich nicht so konzentrieren kannst. Wenn du eins nimmst, kannst du dich auf eins konzentrieren. So, und dann nimm ein Ziel, was nicht zu hoch, zu weit außerhalb der Glaubensgrenze ist. Ja, wenn du ein monatliches Einkommen von 100.000 Euro haben möchtest, viel Glück. Das zu glauben ist schwieriger als, also wenn du bisher 2.000 Euro verdient hast, dann ist, glaube ich, 5.000 nicht schlecht als Glaubensgrenze, als Manifestation. Auch 10.000 ist nicht schlecht. Aber 20.000 würde ich zum Beispiel noch nicht machen. Ich rede jetzt deswegen so, weil ich diese Fehler gemacht habe. Aber andererseits möchte ich sagen, bei Manifestationen ist es immer so, Plan B ist Plan A. Das heißt, wenn ich einmal angefangen habe, einen bestimmten Plan zu machen, es sei denn, der ist so exorbitant weit außerhalb meiner Vorstellungsgrenze, ja, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte ja gerne mal auf dem Jupiter landen. Dann kann man das auch schon mal ruhig verwerfen, weil das ist etwas, was vollkommen unrealistisch ist, braucht man nicht anzustreben. So, das heißt, ich nehme ein für mich möglichst vorstellbares Ziel. Ich versuche mich auf möglichst wenig Punkte zu begrenzen und dann lege ich los. Dann mache ich mir eine tägliche Routine.
Ja, also ich zum Beispiel habe hier diese extra mir diese Apple Watch gekauft, teilweise zu meinem Bedauern, weil ich damit überhaupt nicht umgehen kann. Aber ich habe einen Vorteil, sie erinnert mich an jeder Stunde. Und da ich freie Zeiteinteilung habe, kann ich mich jede Stunde einmal hinsetzen und visualisieren. Wenn man das jede Stunde einmal macht, ja, also ich halte das nicht jetzt ganz rigide ein unbedingt, aber wenn man das jede Stunde einmal macht, an diesen Gedanken, als ob man bereits sein Ziel verwirklicht hat, wenn man das jede Stunde einmal macht, dann wird es irgendwann normal. Ja, wir können im nächsten Video werde ich mal zeigen, wie das funktioniert, wie sich das bei einem selbst entwickelt. Und ja, dann hat man seine Routine und dann spielt man diese Routine jeden Tag durch oder stündlich oder zweimal oder dreimal am Tag. Musst du selbst wissen, wie wichtig das für dich ist. So, und dann nimmst du das nicht zu ernst. Du kannst dir das, man muss das so ungefähr sehen wie eine Investition. Wenn ich also zum Beispiel Gold kaufe, dann mache ich das ja hauptsächlich, um zum Beispiel der Inflation entgegenzuwirken, um mein Geld in Sicherheit zu bringen. Und eventuell auch, dass der Goldpreis steigt, was jetzt ja zum Beispiel passiert ist. Und wenn das so ist, dann kann man das also so sehen, dass man mit diesen Gedanken, die man an sein Ziel vergibt, also diese Bemühungen, die man sich macht mit seinen Vorvisualisierungen, mit seinen Gedanken und so weiter, diese ganzen Dinge, die man da tut, ist ja in Form von Handlungen, ist es ja eine Investition und Zeit. So, und das sollte man so auch sehen wie eine Investition. So, und dann sollte man eben das Leben nicht so ernst sehen. Weil wenn man es nicht so ernst sieht, dann kommt man auch in dem Moment, wo man ungeduldig wird und zwar anfängt zu zweifeln, kommt man nicht in das tiefe Zweifeln rein. In die Frustration kommt man dann nicht so rein. Man sagt sich, ach ja, ich weiß ja, das kommt ja sowieso. Auch wenn ich das jetzt in diesem Moment gerade nicht so richtig glauben kann, aber lass mal ruhig, ist egal. Ich weiß, dass es kommt. Ich weiß, dass es kommt. Ganz sicher. So, und dann hat man ein besseres Verhältnis in sich für diese Sache. So, und der Glauben entwickelt sich, was wir im nächsten Video mal besprechen können. So, dann kommt das nächste, wenn du also schon einen starken Glauben daran hast, an das, was du gerne hättest. Wenn du also innerlich schon fühlst, wie das wahr ist, ja, du hast schon so eine Art Ahnung davon, dass das wahr ist, was du machst, weil durch die Wiederholung in Affirmation, in Visualisierung und so weiter bekommst du das Feeling, dass es einfach irgendwie wahr sein muss. Ja, weil du ja nicht das Gegenteilige machst du ja nicht. Du sagst ja nicht, nee, das klappt sowieso nie. Darin musst du dich bremsen. Ja, also die Wirkung holt man ja raus aus dem, dass du ein Bewusstsein bist. Du bist das Bewusstsein. Und wenn du nicht bewusst bist, dann ist der Haupterzeuger deiner Realität ja gerade nicht anwesend. Und wenn der Haupterzeuger deiner Realität nicht anwesend ist, wer soll denn das dann machen? Naja, dein Unterbewusstsein ist halt noch da, ne?
aber das Unterbewusstsein muss ja auch erstmal richtig erreicht werden. Also es muss ja einsinken in das Unterbewusstsein. Na gut, und wenn das im Unterbewusstsein drin ist, dann kannst du dich auf deinen Erfolg vorbereiten. Ja, das ist ein gutes Indiz. Wenn du jemanden hörst, der sagt, ja, ich manifestiere mir 100.000 Euro. Und dann fragst du ihn, ja, und was machst du dann, wenn du 100.000 Euro hast? Ja, dann kaufe ich, dann lasse ich meine ganze Wohnung vollkommen neu einrichten. Und dann fragt dieser Mensch, ja, und hast du denn zu Hause schon mal das Alte schon mal ein bisschen vorgearbeitet, damit das Neue da rein kann? Hast du schon mal die alten Möbel rausgeschmissen oder so? Nö. Wieso denn? Ja, wenn du das erwartest und daran glaubst, dann müssen doch die alten Möbel raus. Oder zumindest ist schon mal ein Teil oder die alten Tapeten ab und so weiter. Du bist ja gar nicht vorbereitet. Du glaubst ja gar nicht daran, an das, was du haben willst. Ja? Oder wenn du zum Beispiel angenommen, da, du bist zu Hause und da kommt jemand und du sagst, ja, ich manifestiere meine Traumpartnerin. Und dieser sagt dann, ja, aber hier sieht es ja total mistig aus. Was ist denn, wenn die hierher kommt? Die kippt ja gleich rückwärts wieder um. Ja, das mache ich dann schon. Ja, und das ist es nämlich. Es wäre gut, wenn man das jetzt schon macht, weil man damit zeigt, dass man wirklich daran glaubt. So, also das ist, verhält sich wie ein Restaurant, wo der Kellner in der Ecke steht und dich anschaut. Und du sitzt an diesem Platz und möchtest ein Essen haben. Und in dem Moment, wo du so tust, als ob du etwas isst, bringt der Kellner dir das Essen. So verhält sich das mit dem Manifestieren. Du sitzt dort und fängst an, ich manifestiere mir ein wunderbares Essen. Ich tue schon mal so, als ob ich das schon hätte. Das schmeckt aber gut. Und dann kommt, siehst du, wie der Kellner kommt und dir das Essen bringt. Also so ist das mit der Realität. Ist das nicht erstaunlich? Gut. Also, wenn du einen Traumpartner haben möchtest und dass dieser Traumpartner bei dir zu Hause vorbeikommt, dann solltest du deine Bude schön sauber haben, so dass du deinen Traumpartner dort empfängst. Wie gut musst und wie gut bist du drauf, wenn du deinen Traumpartner triffst? Wie gut bist du selber drauf? Bist du dann ein Traumpartner für den Traumpartner? Bist du gut drauf? Bist du entspannt, relaxed, sportlich? Kaum Süchte, ja, oder sowas. Also ich meine, von deiner Person her gut geeignet für deine Traumpartnerin oder Traumpartner. Das wäre schon mal nicht schlecht. Ja, Sport mache ich, wenn ich den Traumpartner habe. Nee, nee. Jetzt der Traumpartner werden, um dann die Traumpartnerin zu haben. Oder umgekehrt, ja. Jetzt die Traumpartnerin sein, um den Traumpartner zu bekommen. So, das nächste, wenn du Geld willst, dann kannst du auch im täglichen Leben mal so tun, als hättest du schon viel Geld. Da brauchst du nicht so knauserig sein im Restaurant, wenn du mal bezahlst,
Er musste auch mal ein Trinkgeld geben. Nicht nur 50 Cent, sondern auch vielleicht mal 3 Euro oder so. Damit der Kellner sich freut und du zeigst der Welt, hey, ich habe eigentlich schon mein Geld. Ja? Du brauchst jetzt nicht 50 Euro Trinkgeld zu geben. Je nachdem, wie deine Lage ist. Bloß im Verhältnis gesehen, änderst du dein Verhalten in Richtung, ich habe genug. Hier, schau Welt, ich habe genug. Funktioniert. So, und dann, wenn du deinen Traumjob haben willst, dann telefonierst du mal ein bisschen rum. Schäkerst ein bisschen mit den Sekretärinnen in den Firmen und erheiterst die Leute und bringst sie in gute Laune oder du fährst vorbei in der Firma und sprichst mit den Leuten über diese Sachen, die du gerne auch selber, wo du mitarbeiten würdest, gerne und so. Du zeigst Interesse. Wenn du ein Model werden willst, ja, dann zeigst du dich in der Öffentlichkeit. Du gehst dort gut gekleidet herum in der Öffentlichkeit an den Stellen, wo man dich eventuell dann sehen kann als Model und dich anspricht und sagt, hätten Sie Lust, Model zu sein? Ja, diese Möglichkeit muss da sein. Wie will jemand einen Traumpartner finden, der 4 Wochen lang vorm Fernseher sitzt? Naja, das sollte ich eigentlich zu mir sagen. Ja. Okay. Willst du Gesundheit? So tue mal, was du tun würdest, wenn du Top-Gesundheit hast. Ja, wenn du richtig super fit drauf bist und gesundheitlich alles perfekt. Was würdest du dann tun? Auf dem Segeltörn oder auf eine Wanderung gehen oder was man so machen kann. Zum Baden. Naja, also es gibt, kommt ja auch darauf an, was man für eine Krankheit hat und man gesund sein will. Es kommt ja darauf an, was man jetzt nicht machen kann und was man dann machen kann. Ja, also zum Beispiel der Frederick Dodson, der hatte einen Tennisarm und hat dann gesagt, ja, ich habe dann hat mir mein Trainer gesagt, wenn ich da nichts operiere, dann werde ich mein Leben lang nicht mehr Tennis spielen können. Und er hat sich da entrüstet drüber. Verstehe ich, weil wieso sagt jemand einem so eine negative Affirmation? Suggestion. Ja, du wirst nie wieder Tennis spielen können. Also das sagt man doch nicht, als Trainer sagt man das nicht zu seinem Schüler. So, und er hat dann also absichtlich seinen Arm mit Tennis belastet. Mit der Intention, mit Bewusstsein, mit der Intention, mein Arm wird jetzt gesund. So, und er hat das geschafft. So, er hätte normalerweise deinen Arm ruhen lassen, um Heilung herbeizuführen. Aber er hat sich vorbereitet auf die Heilung, indem er gesagt hat, wenn ich gesund bin, werde ich wieder Tennis spielen. Also spiele ich jetzt Tennis und belaste meinen Arm absichtlich und gehe davon aus, dass mein Arm diese Belastung aushalten kann und sich dabei noch heilt. Ich finde das ziemlich clever und mutig. Ja, also das heißt, wenn man vom Unterbewusstsein her schon gut drauf ist, die Information schon ziemlich gut im Unterbewusstsein hat, dann bereitet man sich auf seinen Erfolg vor. Ja, ich hoffe, dass euch diese Information weiterhilft. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.
Tschüss.